Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch versprochen, sobald wir in der Halle sind, geht die große Schrauberei wieder los. Das habe ich mir jetzt als Ziel genommen und ich sage euch, die kommenden 3 bis 5 Videos zum Thema Abarth werden, was den Umbau des Autos, krass sein. Also ich behaupte, das Auto wird danach einfach sogar auf einer anderen Wellenlänge sein, also auf einem anderen, ich will nicht sagen, es ist eine andere Klasse, aber bisher war das ja schon relativ, vorsichtig gesagt, OEM noch. Wie man vorsichtig, sieht. Ja. Ist aber in Summe für das, was ich mit dem Auto eigentlich vorhabe, und das ist wirklich Zeiten fahren, schnell sein, Rennstrecke fahren, auch teilweise zu riskant, aber da kommen wir gleich zu. Ich habe gelernt in den letzten Monaten, als auch in den letzten 2 Jahren mit dem Auto, wenn ich mit diesem Auto noch schneller werden will, und ihr wisst ja, mein insgeheimes Ziel ist so ein bisschen, dass dieses Auto so fährt wie die Autos in der TCR-Klasse, einfach weil es die einzigen vergleichbaren Frontantriebautos sind, dann kommt noch zum Einsatz Thema Gewicht, beziehungsweise Gewicht ist egal, sondern Gewichtsverteilung. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es zum Beispiel wirklich rein gar nichts bringt, wenn ich auf der Hinterachse Gewicht wegnehme, 0,0, sondern es macht das Auto fast sogar langsamer. Also das Thema Gewichtsverteilung in Kombination mit Schwerpunkt ist einfach so, dass es, ja, dass die Performance halt einfach daher kommt. So, und wenn man jetzt in den Innenraum reinguckt, ich gehe mal rum, dann sieht man halt nach wie vor noch, dass, ja, das ist halt schon noch relativ seriennah. So, was können wir hier noch optimieren? Das sind ein paar Sachen. Erstens, Thema Sitzposition. Ich meine, man sieht es ja schon unschwer daran, wie weit ich die Lenksäule verlängert habe, wo das Lenkrad mittlerweile ist. Aber ihr seht selber, also Lenkrad zum Sitz ist cool, aber man kommt sich ein bisschen vor wie so ein Busfahrer, weil das Lenkrad so nach vorne gekippt ist. Also es steht schon noch relativ schräg. Und das ist schon die untere Position, ne? Also wohin so ungefähr, ne? Und ach so, ich möchte euch dazu nochmal daran erinnern, das ist ja alles umgebaut, ne? Also die Lenksäule ist ja schon 3, 4, 5 Zentimeter nach da. Also eigentlich würde man sogar hier lenken. Das ist schon mal ein Punkt, wo wir noch bei müssten. Und ihr seht es an meinen Füßen, wie ich an den Pedalen sitze. Aber guckt hier mal hinten. Der Käfig ist schon hinten drauf gestellt. Sieht man ja hier. Also der Käfig ist nicht auf dem Boden, sondern der ist ja schon hinten. Und trotzdem bin ich an dem Sitz dran. Hier ist einfach nicht viel Platz. Das heißt, heute, beziehungsweise in diesem Video, geht es erstens punkto Sitzposition. Wie können wir die verändern? Relativ einfach. Wir gehen wirklich massiv vor. Wir versetzen die Pedalerie. Wir versetzen die Lenksäule, wir versetzen den Sitz. Aktuell ist es nämlich noch die Version, dass wir haben, kann man das hier sehen, also wir haben einmal eine Sitzkonsole hier drunter. Muss man einmal rumkommen, jetzt geht es besser. Wir haben wirklich eine 8 mm Basis von Daniel, weil das nach Berechnung so dick sein muss. Dann die L-Winkel, dann den Sitz. Das Ganze würde natürlich noch mal ein Atömchen tiefer gehen. Ob ich noch tiefer sitzen will, weiß ich noch nicht, weil man sitzt schon echt tief. Aber die Kombination, wo die Pedalerie ist und das Lenkrad ist, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. So, das heißt, was machen wir? Wir fangen als erstes an, schweißen in den schön lackierten Innenraum. Da müssen wir jetzt alle ein bisschen hart sein, weil ihr wisst ja, die Carbon-Türen von Artium müssen eh noch lackiert werden. Und es macht einfach so einen Spaß, mit der Firma Lackwelt zusammenzuarbeiten, dass ich ganz nett und freundlich darum gebeten habe, ob es schlimm wäre, wenn wir den Innenraum nochmal lackieren. Und sie meinten, nee, kriegen wir hin. Das heißt, wir schweißen in das Auto Rohre ein, wo direkt der Sitz drauf kommt. So wie das im Rennsport üblich ist. Und wir schweißen in den Käfig auch ein Chromrohr ein. Und auf dieses Chromrohr kommt ein Halter. Vielen Dank an der Stelle an Thorsten Middendorf, der hat mir schnell diesen Halter gelasert. Der wird da dran geschweißt und hier kommt die Lenksäule dran. So, das heißt, wir sind am Ende in der Gestaltung von Sitz und Lenksäule schon mal komplett flexibel. Weil ihr seht ja, die Lenksäule an sich ist eigentlich viel zu weit vorne. Deswegen haben wir die so verlängert. Dazu kommen dann hier einfach ins Auto, kommen 2 Streben rein, die auch gleichzeitig Stabilität bringen, weil wir verbinden Mitteltunnel mit Schweller. Mal gucken, dieses Blech könnte ich theoretisch dann rausnehmen. Ist ja eh hier nur gepunktet. Und schon ist der Sitz wirklich hier drauf und wirklich maximal steif, maximal tief, weil tiefer als ein Rohr kriegt man einfach nicht hin. Ne? Ein weiterer Vorteil am Ende ist, dass ich würde gerne dieses ganze Geraffel von Armaturenbrett und Träger drunter rausnehmen. Heißt, dieser fette Stahlträger, der hier ist, der ist ja wirklich nur dafür, weil da der Shifter dran ist. Das heißt, wenn jetzt die Lenksäule, und weil die Lenksäule dran ist, wenn jetzt die Lenksäule an den Käfig hängt, kann das alles weg. Das heißt, kein Armaturenbrett mehr, kein Träger mehr, kein Shifter hier mehr, kein Metall mehr.
Es ist quasi alles erstmal weg, weil wir haben von CAE, vielen Dank Christian, einfach einen universellen Shifter bekommen, den ich dann einfach auf den Mitteltunnel stelle. Das heißt, das ist das gleiche wie da hängt, nur mit einem anderen Fuß, passend dazu, dass man den einfach auf den Mitteltunnel stellt. Jetzt kommt der letzte entscheidendste Punkt. Ihr habt es vielleicht schon erspäht. Ich habe mir mal etwas gegönnt, weil es ist wirklich nicht günstig, aber Bremse. Ihr wisst ja, ich arbeite wirklich gerne an der Bremse. Wir haben damals hier unsere Waagebalken selber gebaut. Das ist auch cool, das funktioniert auch. Das ist auch geil, dass das so lange funktioniert hat. Aber ihr wisst ja, wie doll man hier reintretet. In dem Moment, wenn hier irgendwas kaputt geht, bricht, sich verbiegt, wie auch immer, ist halt Großbaustelle. Also wirklich Großbaustelle, ne? Weil jeder, der schon mal 97% auf der Rennstrecke gefahren ist, weiß, da ist einfach keine Luft für mal kurz sich zu verbremsen. Das ist halt Abflug des Todes. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, komm her, jetzt, wenn du jetzt den Innenraum lackierst, dann gönnst du dir das nochmal. Wir machen komplett eine stehende Pedalerie in den Fußraum rein. Stehende Pedalerie heißt, das ist eine komplette Einheit. Kupplung, Bremse, direkt mit Waagebalken, direkt mit Verstellung dran. Also erstmal ist das halt alles hier, Tilten ist halt einfach feinste Ware, ne? Das sieht schon echt sehr so mit sehr alles gut aus. Mit Uniball und so, ist schon wirklich geil. Aber das wirklich Besondere ist, dass man in der Positionierung der Pedale komplett freigestaltet ist. Also erstens kann man selber gestalten, wie trete ich aufs Pedal. Weil ihr könnt das Pedal einfach über diese ganzen Anschläge hinstellen, wo ihr wollt. Ihr könnt das verstellen, das verstellen, das verstellen. Wenn euch das noch nicht reicht, könnt ihr hinten über die Einsteller, ich glaube in 10 verschiedenen Positionen, das eigentliche Pad dran machen. Und das ist auch übrigens die Übersetzung, die Pedalkraft. Je weiter das Pedal nach oben kommt, je weiter ist der Weg, den man treten muss, somit ist die Kraft geringer. Aber der Weg ist länger. Das ist aber noch nicht alles. Hier hinten sind 3 Löcher drin. Das heißt, ihr könnt das Pedal zusätzlich auch noch nach links und nach rechts schieben, nach oben und nach unten. Ihr könnt es den ganzen umdrehen, dann ist der Winkel ein bisschen anders. Also man kann diese 3 Pedale genauso anordnen, wie man sie haben will. Das brauchen wir, das möchte ich haben. Das ist gut für mein nächstes Level, einfach auch fahrerisch, weil ich kenne es aus dem X-Bow, man tritt solche Pedale einfach anders und auch mit einem anderen Level an Vertrauen. So, ne? Weil wenn ich die jetzt einschweiße in den Unterboden, dann weiß ich einfach, wenn ich meine Füße hier drauf liegen habe und da reintrete, dass das einfach das macht, was es soll. Ne? So, und idealerweise sitze ich natürlich ein bisschen mehr so. Das geht auch. Wenn du da mal reinfilmst, von der Straße sieht man das am besten. Guck dir an, wie viel Platz hier noch ist. Ach so, ich wollte gerade sagen. Wenn du da durch, ich glaube, da kannst du gut durchfilmen, nee, vor der Schaltung. Guck mal hier, was hier am Platz ist. Wie dumm diese Pedale hier sind. Ja. Das heißt, ich kann ja ohne Probleme das Pedal hier hinstellen und genau in diesen Knick reinbremsen. Mhm. So, da kommt später die Pedalerie hin. Ein Riesenvorteil wird am Ende sein, dass ich danach in der Gestaltung komplett flexibel bin. Das heißt, hier ist alles weg. Das heißt, ein erster großer Pluspunkt ist, ich nehme die gesamte Bremse, setze sie 40 cm weiter nach hinten. Was macht das Auto schnell? Gewichtsverteilung. Ich möchte das Gewicht weiter nach hinten haben, mehr zur Fahrzeugmitte und natürlich möglichst tief. Jetzt seht ihr ja schon, dieses Teil sitzt eigentlich auf der Vorderachse und relativ hoch. Das heißt, das ist für mich aktuell das tödlichste Gewicht. Weil wenn das Auto irgendwo leichter werden muss, dann ist das vorne hoch im Bereich der Vorderachse. So, das heißt, Punkt 1, wo wir massiv das Gewicht besser verteilen werden, ist die Bremse. Punkt 2 ist, in dem Moment werde ich die Batterie in den Innenraum setzen, auf den Mitteltunnel. Dann kann ich nämlich das Steuergerät, wir haben damals extra die Kabel lang genug gemacht, einfach hier drunter positionieren, wo jetzt gerade die Bremse ist. Da ist es nämlich auch ein bisschen spritzwassergeschützter. Das heißt, das Steuergerät sitzt am Ende da, der Catchtank sitzt auch da. Das heißt, selbst dieses Gewicht ist wieder ein bisschen nach hinten gewandert. Und dann kommt ja das Entscheidendste. Armaturenbrett raus. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, er findet das optisch nicht so geil. Ich guck mal, wie ich das mache. Es gibt auch die Variante, dass das Armaturenbrett wieder reinkommt. Allerdings ist das Armaturenbrett jetzt zur Sekunde doppelt. Da ist quasi von unten wie so eine Art Gebläsetunnel dran. Also es ist ein doppelter Boden, das ist die Hälfte des Gewichtes, wo die Luft quasi durch das Armaturenbrett geleitet wird. Wir haben eh keinen Gebläsekasten mehr drin, so brauche ich das alles nicht. Das heißt, wenn es geil aussieht, ich sage, es wird geil aussehen, alleine wenn dann schöner aufgeräumter Kabelbaum hinter ist, einfach nur Display auf die Lenksäule, so richtig rennsportmäßig, schön mit einem Schirmchen zum Lenkrad und wirklich so, dass man auch was sieht, weil ganz ehrlich, man braucht auf das Display fast nicht drauf gucken, weil es ist einfach zu weit weg. Muss man einfach so ehrlich sein und beim Rennauto zählt einfach Funktion und von der Funktion her ist es natürlich am besten, wir lassen das alles weg hier, das Lenkrad kommt wieder direkt auf die Lenksäule und dahinter steht direkt das Display. So muss es eigentlich sein. Ne? So, das heißt,
jetzt wenn man von der Seite drauf guckt, guckt euch mal dieses Gewicht an hier, wo das sitzt. Das sitzt zwar immerhin schon mal hinter der Vorderachse, das ist schon mal besser, als wenn es auf der Vorderachse sitzen würde, aber trotzdem, das ist so hoch vom Schwerpunkt her, dass wenn ich sage Armaturenbrett mit Träger hinter 20 bis 25 Kilo, so in dem Dreh, ne? 20 bis 25 Kilo, die dann erstmal rausfliegen, plus dieser fette E-Motor von der Lenkung, und der ist wirklich schwer, der wandert ja locker 20 cm nach hinten, weil das wollen wir uns ja alles wegsparen, und kommt ein bisschen tiefer. Das heißt, auch hier schieben wir wieder das Gewicht nach hinten. Ne? Ja. Ja, klingt nach viel Arbeit. Aber das heißt, in diesem Video, als nächstes baue ich erstmal alles aus, dann werden wir Pedalerie und Lenksäule positionieren und Sitz. Dann habe ich natürlich noch etliche andere Sachen vor, die will ich euch allerdings noch nicht verraten. Aber das ist so der Plan. Das ist für mich eine entspannte Arbeit, abends hier ein bisschen mal ein paar Bleche wieder einzuschweißen. Dann am Ende muss es natürlich der Lacker ein bisschen richten. Das geht aber auch noch, weil wir lackieren nicht den ganzen Innenraum, sondern wir lackieren von der Scheibenkante quasi einfach nur die Wanne bis hier zu der Kante. Also den Käfig hinten nehme ich noch nicht mal raus, weil hier hinten brauchen wir alles gar nicht lackieren, sondern wir lackieren nur noch hier. Mhm. Aber es ist was, das wollte ich einfach immer haben. Ich habe neulich beim Ausbau festgestellt, dass zwei Zylinder vorne schon verbogen waren, weil einfach die Kraft zu hoch ist. Es ist bisher alles gut gegangen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen kommt hier jetzt diese Rennpedalerie rein, die auch ein bisschen höher kommt, dass ich mit den Füßen weiter vorne und höher sitze. Und dann wird das richtig, richtig, richtig geil. So, jetzt baue ich erstmal alles aus und dann positionieren wir meine Sitze mal. Gesagt, getan, Innenraum ist, wie ihr sehen könnt, leer. Sehr leer. Bevor wir uns gleich einmal Probe sitzen, geht erstmal wieder das große Wiegen los. So, ich zeige euch mal einmal, was wir alles ausgebaut haben. Dann können wir nämlich mal abschätzen, ob das so ungefähr passt, was ich vorhin gesagt habe, oder nicht. So, wie immer nullen wir die Waage. Und schon kann ich nämlich ganz bequem die Sachen in die Hand nehmen. Dieser fette Träger. So, knapp 9. Ja. Sagen wir 9. Das ist Teil Nummer 1. Und Teil Nummer 2. Witzig, wie das Armaturenbrett leichter ist als der Träger. Die beiden Sachen sehen zwar galaktisch schön aus, aber ich sagte ja, und das ist noch hier so dieser Innenraumkabelbaum. Da gehen wir später auch rein. Die beiden Sachen sehen zwar total geil aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so gefällt mir das noch mal geiler. Ist irgendwie mal was Neues. Also entschuldigt jetzt hier diese noch einfach baumelnde Lenksäule. Das erste, was wir nämlich gemacht haben, wir haben festgestellt, dass ich viel zu gerade saß, finde ich zumindest. Also ich bin ja hier nach hinten hin eh nicht weiter nach hinten gekommen. Deswegen habe ich jetzt mal den Sitz von hier nach da geschraubt. Hier sieht man es auch ganz gut, hier ist gerade keine Schraube drin. Damit ich dann dieses ganze Stück den Sitz weiter nach hinten klappen kann. Und das, also so viel musste ich jetzt ehrlich gesagt auch wegklappen, um allmählich ein gutes Gefühl vom Sitzen zu kriegen. Mhm. Keine Angst, die Lenksäule, die hängt jetzt hier gerade erstmal nur so zur Deko. Die ist so natürlich zu eng. Also ich müsste irgendwo eher da so sitzen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das kommt dann als nächstes. Und hier unten haben wir erstmal die Pedalerie reingestellt. Da ist jetzt das große Problem, wo ich schon ein paar Tage Kopfschmerzen drüber habe, ist, eigentlich würde ich sie gerne noch weiter nach hinten stellen. Sieht man ja ganz gut. Idealerweise wäre, glaube ich, so. So könnte ich da, glaube ich, ganz gut gelegen. Sieht so ein bisschen busfahrermäßig aus. Barfuß, weil es schön warm ist gerade. So wäre geil. Allerdings ist so das Problem, dass hier kommt die Lenksäule runter. Seht ihr ja. Also da muss ich irgendwie so zwischen. Wenn ich jetzt mit dieser ganzen Lenksäule nach hinten wandere, weil ich ja den Spacer weghaben will, wird das Ganze nicht besser, sondern noch schlechter, weil das Kreuzgelenk noch weiter nach unten klappt. Ja, stimmt. Das heißt, ich bin in der Position von der Pedalerie so ein bisschen gefangen. Ich denke mal, ich werde den Unterboden dort bearbeiten und einen viereckigen Kasten reinmachen, also die Schräge rausnehmen, dass die Pedalerie A auf den Boden kommt. Jetzt habe ich sie ja gerade hier drauf liegen. Dass die A auf den Boden kommt und ich sie dann noch weiter nach hinten schieben kann. Weil dann habe ich den Vorteil, egal was ich mache, ich kann sie überall hin verschieben. Links, rechts, vorne, hinten, hoch, runter. Das heißt, ich kann dann wirklich sie so stellen, wie ich will. Und jetzt gerade habe ich sie ja locker 3 cm über den Boden. Und ich denke mal, die 3 cm ist das, was ich nämlich am Ende brauchen werde,
Also klar, so weit tritt man die Bremse eh nicht. Ich nehme jetzt mal als Referenz das Gaspedal. So weit tritt man das Gaspedal. Man wechselt jetzt ja nicht vom Gas, weißt du, also wenn ich den Fuß hier rüber nehme, dann ist ja das Pedal logischerweise weg. Das heißt, so ein bisschen Spiel habe ich hier gerade noch. Das heißt, alles, was ich jetzt gerade nach da wandern würde, würde ich gleichzeitig auch gerne runter wandern. So, das heißt, ich glaube, wenn ich die Pedalerie so 2 Zentimeter nach da kriege und 2 Zentimeter runter, also so 3 und 3 ungefähr, dass sie da schön auf dem Boden steht und ich vielleicht mit meinen neuen Sitzkonsolen, also mit den eingeschweißten Dingern, auch einen Tucken flacher komme, dann habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei, dass das in die richtige Richtung geht. So, und dann ist mein Traum von dem Innenraum, da vorne ein bisschen Alcantara rein, vielleicht sogar ein kleines Brett, dass ich halt nicht, jetzt gerade spiegelt sich das logischerweise in der Scheibe, weiß, dass das, da wo ich hingucke, das Spiegeln logischerweise weg ist. Dafür muss auf jeden Fall diese Kante in Alcantara. Und das hier fülle ich nur noch aus mit geilen Sachen, wie Batterie, vielleicht Löschanlage, ja, was sich noch alles so... Aufkleber, nee, also schon Hardware alles, ne? Ja. Genau so machen wir das. Also, ich denke mal, als nächstes mache ich hier erstmal die Strebe zwischen, dass die Lenksäule hier festhängt. Und danach flexe ich da unten erstmal ein Loch ein und schiebe die Pedalerie so, wie ich hätte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, einige Stunden später. Es hat sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was getan. Was habe ich gemacht? Ich habe hier mal angefangen. Habe mal mit schon mal grob die Höhe bestimmt. Mit 2 Spanngurten, ist immer am einfachsten. Habe die Lenksäule mit Kabelbindern an dem Halter platziert. Und ich sag euch, ausmessen ist immer die halbe Miete, ne? Aber so geht das schon in eine geile Richtung. Ich finde es auch optisch einfach geil. Ich weiß, das Auto wird mehr Rennauto ohne Armaturenbrett. Aber wenn das hier später alles geil und fertig ist mit den ganzen geilen Komponenten, finde ich, hat das schon was von Racecar. Dadurch, dass der Sitz jetzt weiter nach vorne gekommen ist, habe ich natürlich wieder noch mehr Probleme mit der Pedalerie. Deswegen habe ich die Pedalerie jetzt einfach mal aufs Maximum von der Schräge her nach hinten gestellt, dass man mit dem Fuß tendenziell sogar eher ein bisschen von oben drauf tritt. Das lässt sich bei dieser Pedalerie, welche übrigens bis heute für mich ein absoluter Augenschmaus ist, darüber einstellen, wie weit die Zylinder hier drin sind. Also drehe ich das weiter nach vorne, kommt das Pedal so raus. Alle anderen Pedale lassen sich ganz einfach einstellen. Hier beim Gas zum Beispiel, ganz easy, hat man sowohl die Nullstellung mit einer Schraube, als auch den Anschlag mit einer Schraube. So, dann nächster Punkt, den man bei der Pedalerie auf jeden Fall schon mal mit bedenken sollte, ist, wo gehe ich am Ende eigentlich mit den ganzen Leitungen etc. raus, ne? Weil ihr seht, ja, also klar, die kommen hier zwischen raus, das sind dann so Schallflexleitungen, aber das sollte man auf jeden Fall auch schon mit einbeziehen. Und ja, am Ende ist es folgendermaßen, wir tun die Pedalerie jetzt mal rein. Ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Kompromiss gefunden, aber für diesen Kompromiss, zeige ich euch, muss ich leider nochmal einen Teil, glaube ich, neu machen lassen. Deswegen dann auch heute hier, ist leider Feierabend, ist, boah, die Kamera in der rechten Hand und mit der linken Hand schrauben, ist auch eine Aufgabe. Aber ich freue mich jetzt schon so derbe auf die ersten Meter mit diesem Auto. Ich sag euch, ja, es ist leider ähnlich bei den Rennautos, ähnlich wie bei den Viertelmeile-Autos. Wenn ihr es, ja, wenn es maximal geil werden soll, dann muss man es kompromisslos bauen. Nur, dass bei dem Rennauto jetzt punkto Sicherheit halt auch noch mit dazu zählt. Achso, erstmal, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie wir die Pedalerie am Ende einbauen. Ihr seht, wir haben hier 8 M6er Verschraubung. Plus hier liegt es in der Mitte auch nochmal auf. Das heißt, ich denke mir, ich werde mir auf dem Schweißtisch einen viereckigen Rahmen bauen, aus Vierkantprofil. Das muss ich leider auch bestellen, wo ich dann verschiedene Einziehmuttern reinmache, weil der Abstand ist zum Glück symmetrisch. Das heißt, ich würde Loch 1, 2, 3, 4 machen. Dann kann ich die ganze Pedalerie nämlich sogar nach vorne und hinten verschieben. Wenn ich will, könnte ich den Flachstahl auch breiter machen, dass ich sogar noch ein bisschen nach links und nach rechts schieben kann. Vielleicht mache ich immerhin 2 Positionen. Und diesen Rahmen würde ich dann, keine Ahnung, ich denke mal, ich würde ein Haar bauen, also so und so, vielleicht noch eine kleine schräge Ecke rein. Den würde ich dann auf den Boden schweißen. Sieht ihr im nächsten Video. Dann habe ich da wirklich ein Plateau, wo das geil drinsteht, sich schraubbar verschieben lässt und ganz wichtig halt safe ist, weil guckt euch diesen Winkel mal an. Wenn ich hier drauf trete, wie das Teil hier hinten hochgeht, also da wird schon gut Kraft drauf sein. Thank you.
Und das Ganze gefällt mir jetzt schon echt geil, auch so der Winkel von der Pedalerie. Wenn ich jetzt überlege, dass der Sitz noch einen Tucken hochkommt und ich die Pedalerie, ich gehe mal einmal rum, ein bisschen kriege ich ja die Pedalerie auf jeden Fall auch noch nach vorne. Und zwar, wenn ich hier, werde ich ja auch einen kleinen Einschnitt machen, also einfach nur 90 Grad Winkel in die Schräge setzen. Dann kriege ich die Pedalerie nämlich, wenn ich will, auch nochmal 2-3 Zentimeter weiter nach vorne geschoben. Ne? So. Aber sonst so, passt das schon echt gut. So, bevor ich mich nochmal zum Abschluss reinsetze, eine Sache, warum wir jetzt noch nicht schweißen können, eigentlich wollte ich heute mit Tom schweißen, ist ganz ehrlich, eigentlich wollte ich diesen Spacer hier rausnehmen. So, dann sitzt das Lenkrad direkt an der Narbe. Jetzt ist allerdings folgendermaßen, dass ich dann doch überlegt habe, dass ich eigentlich diese Hebel, ja, das geht nur, wenn ich die Hebel wegmache, weil ihr seht ja selber, wie, wenn ich den wegnehme, ist das Lenkrad direkt an den Hebeln dran. Jetzt ist die Frage, ob ich mir damit einen Gefallen tue oder keinen Gefallen tue. Ich persönlich glaube eigentlich, dass die Hebel da dran so für Licht und Blinken und so weiter gar nicht verkehrt sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Würdet ihr die Hebel lassen oder würdet ihr darauf verzichten und würdet eh alles wie im Rennsport zum Beispiel übers Lenkrad schalten? Dann könnte ich es einfach Narbe zwischenweg, Lenkrad hier dran, weil jetzt gerade ist es ein Tucken zu eng am Körper noch. Falsch. Jetzt gerade kommt es ja um den Abstand noch nach vorne. Das sind 4,5 Zentimeter. Das heißt, die 4,5 Zentimeter muss ich hier gewinnen. Dann ist die Position perfekt. Dann sind aber die ganzen Hebel weg. Dann wiederum müsste ich noch einmal von Thorsten dieses Teil neu machen lassen und müsste die Aussparung fürs Rohr eher hier machen, dass die ganze Langsäule wieder nach hier wandert. Dann kann ich die Hebel wieder lassen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auch unschlüssig. Ich glaube, cooler aussehen würde, wäre es natürlich, wenn da gar kein Hebel ist, ne? Und ich Blinken und so am Lenkrad habe. Ich überlege, wie ist das im echten Rennsport? Da hat man das auch alles am Lenkrad, ne? Selbst mein Crossbow hat es ja am Lenkrad. Ja, ich weiß ja nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich hätte gerne das Rohr hier schon eingeschweißt. Ich warte aber lieber den Moment noch ab, bevor man das falsch macht und baue lieber an allen Baustellen weiter. Also alle Baustellen weiter heißt, dass eigentlich darf man erst anfangen zu schweißen, wenn alles perfekt ist. Also wirklich, wenn der Sitz richtig steht, wenn die Pedalerie richtig steht, wenn die Lenksäule richtig steht, dann geht's erst los. So, aber in Summe muss ich schon sagen, gegenüber Anfang des Videos hat sich da schon wirklich krass viel getan. Weil, wenn ich hier jetzt drin sitze, oh, ist das schon hart Race Car und hart geil. Also jetzt gerade ist das Lenkrad für mich persönlich ein Tucken zu weit hier. Deswegen Spacer raus, Rohr dran. Dann bin ich mit meinen Händen ungefähr hier. Dann passt es genau. Ich kann das Lenkrad über die originale Verstellung von der Position aus hochkippen. Noch tiefer wird keiner das Lenkrad machen, alleine wegen der Strebe hier. Das heißt, es macht keinen Sinn. Wenn man das über jemanden hat, der vielleicht mal ein bisschen dicker ist, der wird sich das Lenkrad eher in Tendenziell hoch machen. So. Jetzt, wo ich nochmal wieder drin sitze, mein Bauchgefühl sagt mir doch, die Hebel weg. Eher die ganzen Knöpfe hier so am Lenkrad. Und dann kann ich mit dem Lenkrad hier ganz ran. Dann fliegt das weg und genau an der Stelle hier würde ich mir direkt das Display hinstellen. Dann sehe ich auch endlich mal wieder was auf dem Display, weil es halt genau hier zwischen ist. Ne? Ja, so ist der Stand. Ich wäre gerne schon weitergekommen, aber ihr könnt euch darauf freuen. Jetzt gibt es wieder regelmäßig Videos hier aus der Halle, weil wir geben jetzt Gas. Grober Plan hierfür ist, ich will in den nächsten anderthalb Wochen mit dem ganzen Innenraum durch sein, dass das Auto zum Lacker kann. Weil dann kommt nämlich Limo wieder zurück und da geht es nämlich zur Sekunde auch massiv weiter. Dann machen wir nämlich da wieder. Also wir müssen die Projekte jetzt immer so anderthalb Wochen Abarth, dann vier Wochen Limo und Marius Golf Event. Dann ist Abarth lackiert etc. Dann geht es mit Abarth wieder los. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Achso, hier, guckt mal Pedale. Also so ist das schon. Meine Beine sind noch minimal zu gewinkelt, finde ich. Das kommt aber dann, wenn ich mit den Pedalen jetzt nochmal 5 cm nach vorne wandere, durch diese Aussparung, dann bin ich eher mit dem Pedal so, dann wäre es perfekt. Also es ist ein großes Ausmitteln von allen Positionen. Ciao, bis zum nächsten Mal.